Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir alle wissen, dass sich die Volksanwaltschaft als Institution einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet hat, dank der hervorragenden Mitarbeiter im Haus, dank auch der hervorragenden Volksanwälte, die in den letzten Jahrzehnten in diesem Bereich tätig waren. Die Volksanwaltschaft hilft Menschen, wenn es darum geht, Probleme mit Behörden zu lösen. Ich glaube, es ist Ihnen auch schon oft passiert, dass Politiker und Politikerinnen, dass Menschen kommen, die ein besonderes Anliegen haben. Und in ganz, ganz vielen Fällen kann man sie an die Volksanwaltschaft verweisen. Und dort wird tatsächlich geholfen. Günter Kreuter, Gertrude Brinek und Peter Fichtenbauer haben ihre Aufgabe wirklich gut ausgeübt und haben sich über Parteigrenzen hinweg eine breite Anerkennung erarbeitet und sind auch vielen Menschen im Land bekannt durch die Sendung Der Volksanwalt mit Peter Resetaric. Peter Fichtenbauer ist vielleicht auch Ihnen bekannt, noch aus seiner Zeit als Abgeordneter im Nationalrat. Bekannt, weil er ein Meister des Schachtelsatzes ist, also die Sätze waren immer sehr, sehr lang, aber auch sehr klug. Er hat ein interessantes Hobby, er sammelt barocke Messgewänder. Also wer schon das Vergnügen hat, ihn zu Hause zu besuchen, da gibt es ganz viele barocke Messgewänder, die er einmal im Jahr beim Nikolaus angezogen hat, um für die Kinder den Nikolaus zu spielen. Jetzt sind sie zu groß. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Günter Kreuter, bei Gertrude Brinek und auch bei meinem Freund Peter Fichtenbauer für die großartige Arbeit, die sie geleistet haben. Werner Amon ist uns allen bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, nach so vielen Jahren eine Abschiedsrede hier von diesem Rednerpult aus zu führen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass alles, was Sie an Erfahrungen gemacht haben, hier im Hohen Haus, aber in allen anderen politischen Funktionen, die Sie hatten, dass alles das ein wesentlicher Grundstein sein wird für Ihre erfolgreiche Arbeit als Volksanwalt. Sie werden das hervorragend machen. Alles Gute dafür. Bernhard Achitz, ein anerkannter Experte, auch hohe soziale Kompetenz, in der Gewerkschaft auch aktiv. Auch hier ist unbestritten, dass er als Volksanwalt hochqualifiziert ist und seine Aufgabe bestens ausführen wird. Auch ihm wünsche ich alles Gute. Walter Rosenkranz. Walter Rosenkranz war Clubobmann in einer Koalition und in einer Koalition ist die Funktion des Clubobmanns eine besonders herausfordernde. Die beiden Clubobleute arbeiten besonders eng zusammen. Es werden Anträge entwickelt, es gibt die Koordinierungssitzungen, die man gemeinsam durchführt. Und so glaube ich, dass Walter Rosenkranz sich auch über Parteigrenzen hinweg Anerkennung erarbeitet hat. Ich glaube auch, dass er zu den Oppositionsparteien, wozu wir jetzt auch wieder gehören, einen sehr guten Kontakt gepflegt hat und dass er jemand ist, auf den man sich verlassen kann. Er ist übrigens, das müssen Sie wissen, nicht nur Jurist, er hat auch Gitarre studiert. Und wenn man ihn Gitarre spielen hört, glaubt man, es sind zwei oder drei Personen, die hier an den Saiten zupfen und das ist sehr beeindruckend. Was ihn mit Peter Fichtenbauer verbindet, ist, dass er auch gerne sammelt. Bei ihm sind es Münzen. Liebe Einbrecher, bitte nicht zuhören. Wir sind nicht zu Hause beim Walter Rosenkranz, sondern irgendwo ganz woanders. Er sammelt Münzen und Peter Fichtenbauer hat eben barocke Messgewänder gesammelt. Meine Herren Volksanwälte, ich wünsche Ihnen für Ihre neue Aufgabe Geduld und eine Eigenschaft, die man in der Politik braucht, aber die oft zu selten ist, nämlich auch das Zuhören können. Es ist eine wichtige Aufgabe, diese zu erledigen haben. Alles, alles Gute.